Guten Abend in die Runde. Ist denn schon jemand da von euch? Hallo Tyrawall, hallo Diamantrix, auf ins Gefecht, genau. Also, ich bin ja, wann habe ich gespielt? Gestern, oder? Gestern, mitten im Kampf musste ich raus. Mitten im Kampf musste ich raus. Und hier stehe ich. Hallo. Guten Abend. Ja. Wie schaut's denn aus an der Josie und P Seite? Danke für die Erinnerung, Diamantrex, aber der Kampf läuft ja schon. Jetzt kann ich also das Ganze, den Rucksack nicht mehr absetzen. Also kann ich schon, aber nicht mehr automatisch. Und ich glaube, die Truppen haben auch gar keine Rucksäcke, die ich ja nutze. Wobei, jetzt wo du es sagst, ich check das nochmal. Also sie haben zumindest keine Rucksäcke mehr auf. Also muss ich sie wohl schon abgesetzt haben. Doch, Flo hat noch einen Rucksack auf. Da. Und Alex auch. Tja, habe ich wohl vergessen. P-Solo-Stream? Echt? Na sowas. Dann sollen sie doch später starten, zusammen. Dann kann ich ein bisschen länger machen. Naja, gut. Ich mach's davon eh nicht abhängig. Ich rede dann einfach rüber, sofern ich mich soweit fühle. Wenn ihr früher rüber geht, dann ist das so. Ist okay. Natürlich. Josie ist noch bei der Familie. Ah, okay, verstehe. Selbst Maschinen brauchen eine Pause. Okay. Ja, aber ich werde noch ein bisschen weitermachen. Und hier der Sektor, der flackert ja schon, da passiert die Action und wir haben noch einen Gegner oder spezieller gesagt eine Gegnerin und der zweite ist bereits geflohen, der zweite Söldner in den Nachbarsektor. Also schauen wir mal, ob wir die noch schlagen können und vielleicht dann den anderen jagen gehen. So, auf geht's. Zurück in den Sektor. So, wo ist denn die Gute überhaupt? Hier, hinter dem Baum hat sie sich begeben. Und die neue Runde ist offensichtlich bereits gestartet. Das heißt, ich habe jetzt mit Trevor die Gelegenheit, sie aus dem Rennen zu nehmen. Allerdings ist sie so weit weg, dass sie nicht mehr direkt in Schussreichweite ist. Aber er kann es ja mal versuchen. Ja. Die Krähen haben sich schon wieder hingesetzt. Auf die Leichen hier unten vom letzten Kampf. Na sowas. Okay. Nicht perfekt, aber ganz gut. Ich weiß gar nicht, ob ich, wenn ich jetzt hier am Fenster stehe, vielleicht noch treffen kann mit Fox. Ich würde es erstmal versuchen, weil das... Ah ja, ja, sie sieht sie. Wir versuchen es. Leider nicht getroffen. Jetzt hat Trevor auch überhaupt keine Actionpunkte mehr, also... Trevor, sage ich schon. Fox! Das heißt, sie kann da auch von dem Fenster nicht mehr weggehen, aber... Naja, so gut ist das gar nicht. Also wenn die Gegnerin jetzt hier auf die da schießt, auf diese Milizionärin, dann kann sie natürlich auch Fox treffen. Das ist ja gar nicht so unwahrscheinlich. Naja, hoffen wir mal, das passiert nicht. Gut, aber dadurch, dass wir wissen, dass der zweite Söldner jetzt geflohen ist, können wir mit Alex, deren Rucksack ich mal fallen lasse, definitiv
näher ranstürmen. Und mit Biff das gleiche tun. Bleib mal hinter den Bäumen noch. Und Ira schließt sich dem auch an, aber sie hat natürlich von da eine denkbar schlechte Position, um sie zu treffen hinter dem Baum. Aber das muss ja nicht so bleiben. Es kann ja sein, dass sie hinter dem Baum vorkommt. So, geh mal in Deckung und zieh mal in die Richtung. So, habe ich alle gezogen? Nee, Flo noch nicht. Flo ist auch so lahm, weil sie den Rucksack noch auf hat. Das erklärt einiges. Tja. Gut, Flo. Dann renn mal weiter vor. Okay, nee, sie versucht zu fliehen. Das war ein guter Treffer von der Miliz. Josie ist bei der Familie. Ja, ich habe das irgendwie überlesen. Also, ich habe auch reingeguckt in den Discord, um noch rauszufinden, wie es aussieht mit dem Stream von den beiden. Wann die starten werden ungefähr. Normalerweise ist es ja 19:30 und das ist ja relativ bald schon. Ne? Wir haben jetzt 19 Uhr und ja. Genau. Biff, versuch dein Bestes. Der war gar nicht schlecht. Jetzt musste sie sich hinhocken, damit hat sie wieder Aktionspunkte verbraucht und kann schlechter entkommen, wenn sie noch fliehen möchte. Und der war noch besser. Gut, Biff. Ira darf auch. Ira trifft nicht so gut. Yes. Hey, alle weg! Aber sie haben sich immerhin redlich bemüht. Okay, ich hoffe, drei grüne Milizen wurden zu regulären Milizen befördert. Das ist schon mal gut, aber ich habe auch ein paar verloren. Ich lass mal... Ich trenne mal mein Team. Na, Moment. Wir machen erstmal Bestandsaufnahme. Oh, das sieht gut aus. Das sieht gut aus, Leute. Ich lasse mal ein bisschen Zeit vergehen. Shit. Da ist ein Zivilist gestorben. Vor allem das Geräusch. Das war jetzt sehr unangenehm. Ja, Lion ist bei Fanta 4, genau. Das ist natürlich cool. Wobei im Moment spielt noch Clouseau. Oder? Nee. Noch nicht mal. 19:30 spielt Clouseau, glaube ich. Aber das ist definitiv eine lustige Sache bei Lion, dass er da Freikarten geschenkt bekommt für das Konzert. Das ist echt cool. Mhm. Mit Funk kommt sie später dazu. Das heißt... Genau. 20:30 fangen die an. Genau. Und jetzt spielt 19:30 bis 20:30 soll Clouseau spielen. Ja. Was heißt mit Funk? Also von ihrer Familie aus schaltet sie sich dann dazu beim Discord wahrscheinlich, ne? Und quatscht ein bisschen mit, während sie zuschaut. Aber ist ja auch gut. Ist ja auch gut. Ja, dann werde ich wohl zu P-Raiden später. Aber 19:30 werde ich wohl nicht schaffen. Also ich will nicht nur eine halbe Stunde machen. Oder P schadet vielleicht auch ein bisschen später. Wer weiß. Okay. Also 19:30 wäre ja eigentlich gut, weil dann könnte ich direkt zum GVG. Aber dafür habe ich einfach zu spät angefangen. Das lohnt sich nicht. Ich habe jetzt zwar den Sektor geschafft, aber ich will hier mindestens den noch holen, den Typen. Und jetzt erstmal looten. Ich habe rausgelesen, dass sie nur etwas später dazu stößt, aber mit eigenem Stream. Okay. Naja, ich bin gespannt. Okay, gut. Dann ist hier noch jemand verendet,
um den wir uns nicht gekümmert haben, aber wir ziehen erstmal die Rucksäcke wieder an. Ist mir aufgefallen. STRG Shift F. Das ist nicht gerade intuitiv. STRG Shift und F. So, STRG R für Reload, das ist schon gut. Nee, Shift R. So. Okay, dann schauen wir mal, was hier alles fallen gelassen wurde. Eine AK, richtig cool. Richtig cool. Und eine AEK, die ist ja auch echt gut, so wie es aussieht. Mal lesen. Man sagt, dass einige Schützen mit diesem Gewehr bis zu 20, Ziel was, 20 zielsicherer sind, 20 Mal oder was, als mit einem AK-74. Dieses Modell ist für eine Patrone, für die Patrone na, 74 ausgelegt. Okay. Na, zum Glück ist es diese hier. Die heißt zwar nicht M74, aber die passt da rein. Ja, sehr schön, sehr schön. Und für die AK haben wir auch gleich Munition. Das ist auch hervorragend. Nicht, dass ich die nicht nutzen kann, wenn ich sie jetzt hier bekomme. Aber es sieht gut aus. Also gegen Elite-Gegner kämpfen kann immer sehr lukrativ sein. Also ich habe jetzt hier definitiv zwei hervorragende neue Waffen bekommen. Also hervorragend im Vergleich zu dem, was ich bisher habe. Mit einer Reichweite von 35 und 33, das ist schon sehr stark. Die AP bei der AK sind relativ hoch mit 15. Aber gut. Genauigkeitswerte, Schadenswerte, sie sind alle ganz gut. Und was ist das hier? AK-47 kennt man ja. Das AK-47 wurde zwischen 1944 bis 1947 in Anlehnung an das STG-44 entwickelt. Es war lange Zeit die Standardwaffe der sowjetischen Armee oder Sowjetarmee und vieler Ostblockstaaten. Ja, die AK ist ja immer noch ein extrem bekanntes Gewehr. Und dann gibt es hier noch dieses Dingens. Was ist das denn? Russische Maschinenpistole. Okay. Eine Reichweite von 18 ist natürlich auch nicht schlecht. Aber dafür habe ich keine Munition für dieses schwere. Wobei, doch, diese hier. Die. Boah. Die russische MP von 1993 wurde. Ups, von Viktor Kalaschnikow und Alexei Dragunov entwickelt. Ach doch, ja. Inspiriert durch das Calico Helix System entwickelt. Ja. Da passt sogar ein Mündungsfeuerdämpfer drauf. Aber der passt auch überall drauf. Gut. Gut. Naja, dann werden wir mal ausrüsten und gucken, wer was kriegt. Also die beste Waffe kriegt natürlich der beste Söldner. Das wäre in dem Fall Trevor. Trevor hat jetzt eine Walter MLP mit einer Reichweite von 19 und er kriegt jetzt 35, eine 35er Reichweite. Damit wird er deutlich aufgewertet. Und ich werde das Zweibein auch daran montieren. Weil das ändert dann ein bisschen die Werte. Müssen wir mal gucken. Da gar nichts. Waffenhandhabung. Die ist besser dann, oder was? Okay. 105%. Ach so, also wenn er liegt, dann sind diese Werte hier verbessert. Die Werte im Stehen sind dann eher verschlechtert ein bisschen. Ne, die sind gleich, bleiben gleich. Also ändert sich da gar nicht so viel. Hier unten ändert sich nochmal was. Gegenwirken Maximum, Mensch.
Das sind schon alles sehr detaillierte Sachen. In das Kalaschnikow-Museum von Tula soll ich gehen. In Tula ist der Tolstoi-Park auch sehr nice. Naja, bestimmt sind es nette Orte, interessante Orte. Das sind es bestimmt, ja. Mal da auch noch den Mündungsfeuerdämpfer drauf. Was macht der? Der macht es einfach nur leiser. Oder weniger hell im Dunkeln, im Nachtkampf. So, Gasmaske, warum nicht? Nimmst du mit? Kannst du dir, nee, kannst du dir nicht ans. Ist vielleicht nicht so gut, wenn er die anhat, oder? Ich bin mir nicht sicher, ob das so gut ist, wenn er die anhat. Naja, er behält sie einfach an. Was macht denn sie? Müsste mal gucken, wie die AP sich verändern, aber die ändern sich gar nichts, wie ich sehe. Sind jetzt vor allem dadurch beeinflusst, dass die Energie bleibt gleich. Dass er nicht ausgeschlafen ist. Okay. Und dann legen wir mal die Walter raus. Und deren Munition. Dann habe ich ja hier noch die Pistole. Da ist noch ein Magazin für die Walter. Das tauschen wir mal. Die können wir nämlich stapeln. Und dann bekommst du die AEK. Geladen und der Rest ist Inventar. Die Frage, ob ich die Munition finden kann dafür. Gut. Und die Twaronrose kriegst du auch. Und das Werkzeug, damit du gleich reparieren kannst. Haben denn schon alle eine Kevlar-Weste? Ja. Egal, wir geben sie an Alex, damit sie die reparieren kann. Ebenso die normale Schutzweste. So, Fox hat doch bestimmt auch schon ein Gewehr dabei. Hat sie mit einer Reichweite von 19. Da geht doch auch einiges. Da werden wir mal gleich dran verbessern. Aber sie kriegt sie die AK von mir? Ungern, weil sie schießt ja vor allem mit den Pistolen. Vielleicht gebe ich die erstmal an Ira. Ah, sie hat. Nee, das ist andere Munition. Ach, das ist die für ihre Waffe. Ah, sie hat den Munitionsgurt, wo die reinpasst, wo der Rest reinpasst. Das ist gut. Gut, dann kriegt Ira die AK. Was denn da dran? Ach so. Ein Kolben. Den schauen wir mal. Okay. Laden die AK. Und die Munition gibt es dazu auch. So, dann haben wir jetzt hier die ganzen Waffen und den Kolben. Passt auch bei der AK. Passt der auch bei der Waffe von Trevor? Wenn Trevor so richtig hochgerüstet ist? Nein. Da ist schon ein Kolben dran. Offensichtlich. Gut, dann kriegt Ira die für ihre AK. Da ist eigentlich auch schon ein Kolben dran. Naja, dann ist es halt der Superkolben. Okay. So, Ira kriegt auch noch eine Vakuumgranate. Was hat sie denn für eine Pistole? Beretta, Genauigkeit 6, Genauigkeit 7, Reichweite 11, Reichweite 12. 1 AP, 1 AP.
Ja, die Sphinx ist auch gut. Und ich könnte 9x19 mm Munition da verwenden. Nimmst du die mit? Nimmst du da den Kram noch mit? Ja, machen wir es erstmal so. Was sagt das Gewicht? Das ist okay. Das ist doch bestimmt eine bessere Waffe, als die Biff hat. Ne, die ist auch gut. Genauigkeit 5. Genauigkeit 7. Ne, die ist besser. Dann kriegt Biff jetzt ein Upgrade auf eine Swings. Und die Grach werden wir mittelfristig verkaufen. Und die Granate. Kriegt mal die Alex auch zum Reparieren. Wobei, wir haben ja noch die ganzen anderen Gewehre. Die kriegen ja jetzt auch die schlechten Söldner. Die werden ja jetzt auch verbessert. Oder passt zum Beispiel auch die Munition, die Alex hat rein. Das trifft sich eigentlich gut. Dann nehme ich da diese Waffe und dann passt da auch die Munition. Ist dann die gleiche Munition wie für die Pistole. Das ist eigentlich ganz cool. Das ist gut. Dann kriegt Alex die Waffe. Was haben wir noch? Biff. Wer ist denn jetzt der bessere Schütze, Biff oder Flo? Oh, definitiv Biff. Okay, welche Waffe ist denn die bessere? 19 Reichweite, 19 Reichweite Schaden. 26, 27 AP, 5. Nur 5 Aktionspunkte braucht die. Das ist natürlich sehr gut handhabbar. Dann kriegt Biff die und Folo kriegt diese Waffe. Sehr schön. Sind sie auch alle mit Gewehren ausgestattet? Gut. Dann würde ich sagen, ich trenne die Trupps. Die werden zu Trupp 3. Ira, Trevor. Ne, Ira lasse ich hier. Ira lasse ich hier. Ja. Nur Trevor und Fox rennen dem Typen hinterher. Hera bleibt hier zusammen mit Biff, sage ich mal, und Flo und Alex gehen nach Norden. Und dann geht das Milizentraining weiter. Gut. Und dann hole ich mir hier den letzten Elite-Söldner und hoffe, der lässt auch noch mal was Schönes fallen, was ich dann mitnehmen kann für die vier, die jetzt hier von dort kommen, damit die auch noch gut ausgestattet werden. Der Herr Kalaschnikow ist in Tula geboren, okay. Ja, irgendwann, wenn der Krieg wieder vorbei ist, vielleicht. Gut. Bin gut angekommen. Bereit für den nächsten Auftrag. Dann bitte Training der Miliz. Ich glaube, bezahlt wurde schon. Geht also weiter. Gegner rücken jetzt keine weiteren vor. Sehe ich zumindest nicht.
Die werden staunen. Die werden staunen. Ich würde schön langsam angehen. Der Feind könnte im Hinterhalt lauern. Macht er bestimmt. So, wir platzieren uns mal direkt in der Mitte. Da ist ein Lagerfeuer. Vielleicht ist er ja da. Ich glaube, da ist ein Lagerfeuer. Da ist so ein bisschen heller. Mal gucken. Tatsächlich, oder? Vielleicht ist er da. Gut, dann werden wir mal die Sichtgeräte anpassen. Habt ihr beide Nachtsichtgeräte? Das wäre natürlich ideal. Ne, sie schon mal nicht. Ich glaube, Trevor hat ein Nachtsichtgerät. Und, möchte gerne sein. Gasmasken-Nachtsichtgerät. Es geht nicht. Ich muss erstmal. Ich muss es direkt übergeben. Okay. So. Ich hoffe, meine Ohren flunken mir was vor. Ach, der ist schon in der Nähe. Von wo nach? Von Osten. Ja, Osten würde passen. Nichts zu sehen. Machen wir mal Schleichmodus an. Ducken die beiden ab. Dann gehen wir langsam nach Osten. Da sind die Gangster. Ich sehe sie. Okay, da ist er schon. Es ist nur einer. Es bleibt bei einem. Er hat mich noch nicht gesehen. Ich habe ihn schon gesehen. Ach, angesichts der Munitionsmenge würde ich fast mal versuchen mit der Schrotflinte zu schießen. Das ist auch möglich. Ich speichere erstmal. Der ist in Reichweite, der Schrotflinte. Sehr schön. So, jetzt weiß er ja, wo ich bin. Setzt die Brille ab. Hey, hey, alle weg! Aber sie haben sich immerhin redlich bemüht. Sehr schön. So, was gibt's hier noch? Naja, gut. Munition, schade, der hat jetzt auch irgendeine spezielle Waffe gehabt. Ja, das ist Munition für dieses Gewehr von Fox. Für die Pistole von Fox. Ich das mal so, dann hat sie zwar das Laser, die Glaser-Munition. Ach nee, geht gar nicht. Geht ja gar nicht. Können sie denn noch mehr davon tragen? Na, wie kriegen wir das jetzt hin? Auch kein Platz mehr. Kann noch zwei davon da reinlegen. Noch drei da rein. Dann kann er die restliche Munition mitnehmen. Ah, so geht's. So geht's. Okay. Und dann muss man nochmal das Inventar umsortieren.
Gut, dann würde ich jetzt mal mit Fox und Trevor. Ja, vielleicht. Ich gehe mal dahin, wo das Licht ist. Das irritiert mich. Wundere mich, warum da ein Licht ist. Da muss ich doch mal gucken gehen, warum da ein Licht ist. Hallo Cage. Schön, dass du wieder da bist. Da ist er wieder. Warum ist hier ein Licht? Hier ist doch gar kein Lagerfeuer. Scheint der Mond hierhin an die Stelle? An diesen winzig kleinen Fleck? Wahrscheinlich. Es gibt ja wirklich Lagerfeuer, die manchmal irgendwo brennen und dann kommt da auch ein Lichteffekt her. Das ist dann da schon relativ realistisch. Aber hier ist es nur einfach nur seltsam. Okay, würde sie einfach mal hier zwischen den Steinen lassen und ihnen mal ein Schläfchen gönnen. Cage, wir haben es geschafft. Die beiden übrig gebliebenen Elite-Gegner habe ich hier erledigt. Die eine war jetzt hier noch im unteren Bereich und ist da geblieben. Der andere ist in den Nachbarsektor geflohen. Den habe ich gerade mit Fox und Trevor geholt. Und es hat sich auch gelohnt, denn ich habe bekommen eine AIK 971, so eine Bison, eine bessere Maschinenpistole. Und die Ira ist jetzt mit einer AK ausgestattet. Also die Elite-Gegner haben einiges Schönes fallen lassen. Ich bin aktuell nicht in einer Höhle. Warum? Also es gibt diese Höhle, wo die Bugs leben. Das ist die Mine von Drassen, glaube ich sogar. Aber nur, wenn man im Science-Fiction-Modus spielt. Und das mache ich aktuell nicht. So. Dann schlaft mal eine Runde. Achso, der Laster kann nicht schlafen. Ist nachvollziehbar. Gut. Achso, und Pablo. Pablo. Na, ich lasse ihn mal kurz schlafen. So. Das sollte reichen. Und jetzt schicke ich ihn mal rüber zum Geld machen. Ich gucke noch mal bei Toni vorbei. Ja. Hier ist niemand Neues dazugekommen, oder? Da sind neue Leute dazugekommen, aber keiner Gut. named. Ja, alte Games unterhalten auch, das finde ich. Ich wette, du bist hier, um Tony zu sehen, was? Das Er ist hinten. finde ich sowieso total. Ich meine, die Story, also klar, die Grafik ist jetzt halt alt, ne? Aber die Story und die Spielmechanik, das ist halt, fand ich damals cool, finde ich jetzt genauso cool. Zeig mir, woran du Interesse hast. Also sein Inventar ändert sich, glaube ich, immer um gegen 10 Uhr. Also das ist genau das gleiche wie gestern. Allerdings könnte ich mir jetzt noch mehr Zweibeine kaufen, weil ich jetzt Schon gut. Waffen habe und Lass es dir passt. Zeit. Wobei ich glaube ich noch zwei habe. Dann nehme ich lieber das Kaputte, dann kann ich das reparieren und habe 30 Dollar gespart. So, hast du mal wieder was zum Reparieren. Sehr gut. Und wir gehen runter in den Okay, Reise beendet. Ich warte.
anderen Sektor. Oh, das ist schade, Cage. Emperor Battle for Dune. Das ist schade. Ja. Hast du Wikipedia befragt? Wikipedia. Das Internet, Google befragt. Ob es da irgendwelche näheren Informationen gibt? Ja? Was? Schätze, du willst da rein, was? In Ordnung. Du siehst okay aus. Ja, okay. Ich frag mich, warum er Pablo immer reinlässt. Aber gut. Pablo ist anscheinend irgendwie anders. Pablo darf. So. Also sind Sie hier, um Ihre Männlichkeit wieder unter Beweis zu stellen. Keine Frage. Sobald Sie mir Geld geben, werden wir weitersehen. Es wäre halt geil gewesen, hätte ich eine Frau generiert, die immer kämpft. Und die Frage, ob er auch immer sagt, ihre Männlichkeit unter Beweis zu stellen. Ja, ich will Geld abheben. Das Problem. Habe ich kein Geld oder was? Da habe ich Geld. Geht das jetzt nicht? Bin gerade verwirrt. Schlüssel. Geld. Ja, ich will 5000 haben. Mein Bester. Was ist denn jetzt das Problem? Kann ich kein Geld haben? Bei anderen Leuten? Kontostand, da steht auch nichts da. Irgendein Bug. Gerade. Würde ich sagen. Okay, ich starte mal neu. Ich hoffe, es erledigt sich dann. Wir speichern. Er kämpft. Wobei das nicht mehr Grizzly ist. Ist aber egal. Grizzly mochte er nicht. Grizzly wollte er nicht mehr reinlassen nach einer gewissen Zeit. So, dann gehe ich mal kurz aus dem Spiel raus. Und dann lade ich mal neu und hoffe, dass es dann wieder funktioniert. Sehr eigenartig. Ja, sonst könnte ich jetzt nicht mehr kämpfen. Zumindest heute nicht. So. Bin ich wieder neu geladen. So, hier kann ich kein Geld abheben. In dem Modus. Aber Kontostand sieht gut aus. Kontostand sieht gut aus. Jetzt geht's. Aber hier steht auch kein Kontostand. Aber jetzt geht's wieder. So. Habe ich 5000 Dollar. Gut. Hier hast du 5000 Dollar. Sehr gut. Herr Klaus, der Clubbesitzer. Ja, ja. Ich schnapp ihn mir. Hol ihn dir. Wir kennen das Gespräch bereits von diversen Kämpfen, wo wir 5000 zu 10.000 Dollar machen. Peter Klaus, ja. Ein neuer... Ja. Sind die Kämpfe... Ja. Okay, dann... Nochmal speichern und ab in den Ring. So. Er ruft erstmal seine Freundin an. Ja. Und... Ich bleib noch stehen.
Ja. Soll er mal kommen? So, jetzt reicht's. Jetzt reicht's, jetzt kann ich... nicht getroffen. Ja. Er hat einmal getroffen, einmal daneben. Der war gut. Der war nicht so gut. Der war wieder sehr gut. Okay, ihm geht's schon schlecht. Soll ich nochmal draufhauen? Ja, vielleicht, aber ohne Schlagring. Ja. Aha, wir haben unseren Gewinner. Juhu. Eine beachtliche Leistung. Hier ist Ihr Gewinn. Bring an. Super. Sehr schön. Und wieder 5000 Dollar verdient. Sehr gut. So, jetzt kannst du die Nacht eigentlich hier verbringen und den das Zweibein reparieren, wenn du aufwachst. Okay. So. Stopp. Wir haben eine E-Mail bekommen. Schauen wir mal, was da drin steht. Solderhöhung. Biffs gute Leistung. Aha. Biffs gute Leistung. Okay. Na gut. Hat Biff ein neues Erfahrungslevel geschafft, ja. Wo will ich denn hin? Wollen wir gleich mal bezahlen. Jimmy Lee, hallo. Hallo Jimmy Lee, schön dich zu sehen. Ein weiterer Jagged Alliance 2 Fan. Dann werden wir mal... Gut, ich muss Ihnen unsere Dankbarkeit ausdrücken. Ihre fortwährende Unterstützung erlaubt es MERC zu expandieren. Wenn ich einmal ein bisschen träumen darf, würde ich sagen, dass ERM sich Sorgen machen muss. Ich glaube, die müssen sich noch keine Sorgen machen, aber es ist ja nur ein Träumchen. Ja, gute Besserung, Jimmy Lee. Nebenbei bemerkt, ich habe mal mit Carp Mayfield zusammengearbeitet. Er hat unser Gepäck für uns getragen. Nun ja, das ist vielleicht nicht so ganz fair. Er hat auch Wasser für uns geholt. Mhm. Carp Mayfield. Carp Mayfield, das müsste einer von den... wenn man zur MERC geht... Nee, zu CAIM geht, da gibt's doch die Veteranengalerie. Die Geschichte. Veteranen. Da ist bestimmt Carp dabei irgendwo. Sehe ich jetzt aber auf den ersten Blick zumindest nicht. Biff ist unter anderem auch dabei. Da ist Carp. Carp. Carp konnte sich zwar in keinem Spezialgebiet verbessern, ist aber jedoch fest mit AIM verbunden, sodass wir ihm einen Schreibtischjob angeboten haben. Ab sofort ist Howard Melfield für Gesundheit, Sicherheit, Howard ist ein anderer, sein richtiger Vorname, Gesundheit, Sicherheit, Pensionsansprüche und Zahnarztunterlagen unserer Mitglieder zuständig. Er hat außerdem unentgeltlich den Vorsitz des Komitees zur Planung der betrieblichen Weihnachtsfeier übernommen. Großartige Leistung, denke ich. Guter Mann. Den braucht man in der Söldnerabteilung. Du fragst dich, ob Jagged Alliance 3 noch kommt 2022? Wer weiß, vielleicht zum Weihnachtsfest. Schauen wir mal. Jetzt müssen wir mal gucken, was bei Biff steht, wenn wir hier gerade schon mal raufgeguckt haben. Biff Epscott war wirklich einzigartig unter den Söldnern. Wir werden seine jugendliche Begeisterung sehr vermissen, ebenso wie seine Art, jeden an seinen eigenen Mut glauben zu lassen. Obgleich es unglaublich klingt, hat man uns darüber informiert, dass er seine eigene Söldnerorganisation ins Leben gerufen hat,
dem etwas bemitleidenswerten Bestreben, mit ARM zu konkurrieren. Es ist sicherlich unnötig zu erwähnen, wie bestürzt wir sind. Ja. Vielleicht finden wir noch jemanden, den wir schon kennen. Denn von der Liste, wen haben wir denn noch, den wir kennen? Ne, die kennen wir alle noch nicht. Geh mal die Liste durch. Speck! Speck ist ja der Chef der anderen Organisation. Der Lifestyle des Söldners passte nie so recht zu Speck. Eines Söldners. Aber weil er reparieren konnte, was sonst irreparabel ist, war er eines unserer gefragtesten Mitglieder. Deswegen sind wir auch so überrascht, dass er sich entschlossen hat, mit unserer Organisation zu konkurrieren. ARM wünscht ihm dabei alles Gute. Er wird es brauchen. Ach, die Texte sind schon großartig. Und das sind ja nur die übersetzten deutschen Texte. Okay, gut. Und auf Seite 3. Ja, ich habe bewusst Amus übersprungen. Da ist Amus, der ist ja jetzt in unserem Team. Oder Hamus oder Hamus oder ich weiß es nicht genau. Ich glaube, man hört nie, wie er seinen Namen selber spricht. Aber da er an so einen spanischen Akzent hat, würde ich sagen Hamus oder Hamus. Vielleicht doch Hamus. Wobei, das wäre, glaube ich, eher mit einem J. Naja. Dieses Ch. Bei José ist es ein J am Anfang. Okay. Ich sag mal, Amus sammelte erste Erfahrungen auf dem Schlachtfeld in Mitivira. Mitivira ist, glaube ich, der Ort in Jagged Alliance 1, wo die Söldner aktiv sind. Und das ist ja der zweite Teil. Sein Auftraggeber Jack Richards hat ihn uns wärmstens empfohlen, so dass wir ihm ein Praktikum bei AIM gegeben haben. Das kürzlich zu Ende gegangen ist. Leider hat der Amus nie genügend Geld für den Minivan. Was? Leider hat der Amus nie genügend Geld für den Minivan sparen können. Können wahrscheinlich. Den er sich so sehr gewünscht hat. Aber jetzt hat er ihn ja. Hier in Arulco ist er ja mit dem Eiswagen zu uns gekommen. Also hat er kurzerhand in einen Vorort von Paris eingestohlen. Zuletzt wurde er auf dem Weg nach Istanbul gesichtet. Aha. Okay. Und so kommt Amus mit dem Eiswagen, den er gestohlen hat, in Paris. Plötzlich nach Arulco, über Istanbul. Im Spanischen ist das vorne stehende H genauso still wie im Französischen. Deswegen würde ich auch sagen, Amus sollte korrekt die Aussprache sein, ne? Ja. Okay. Also die Texte sind immer wieder nice. Und eigentlich müsste ich mir mal die Zeit nehmen, in den E-Mails auch mal die erste E-Mail durchzugehen. Da ist ja diese. Nee, wo ist sie? Ach nee, nicht die. Es gab diesen Aufklärungsbericht und so. Hier steht so viel. Das müsste man eigentlich mal alles vorlesen. Und die Mörder, die jetzt hier. Wobei das sich anbietet, wenn ich einen finde von diesen Typen, dann das vorzulesen, den Steckbrief. Aber bisher habe ich noch keinen gefunden. Aber den Aufklärungsbericht, das müsste man auch mal lesen, aber es ist so viel. Ja. Vielleicht machen wir das mal demnächst. Immer wenn sich da so eine Gelegenheit ergibt, würde ich sagen. Okay. Gut, weiter im Text. Ich lese mal eben, was Jimmy geschrieben hat. Okay, es geht erstmal weiter um Jagged Alliance 3. Ja, ich bin sehr gespannt, wann das kommt. Aber wie dem auch sei, ich werde es mir wahrscheinlich nicht sofort holen, sondern, nein, mache ich nicht. Ich überlese sie nicht, sondern ich spare sie mir manchmal auf, Jimmy. Okay,
Genau, ich bin sehr gespannt, was da kommt von Jagged Alliance 3 und ich werde es mir aber nicht holen, bevor ich Jagged Alliance 2 nicht durchgespielt habe und bin dann sehr gespannt auf die ersten Reaktionen von den Spielern, die es bereits gekauft haben und gespielt haben. Ich hoffe ja sehr, dass es ein würdiger Nachfolger wird zu Jagged Alliance 2 und auch 1. Ja, schauen wir mal. Genau, Metavira ist der Name der Insel in Jagged Alliance 1, richtig. Okay. Es sind fast alle aus dem Vorgängerteil, die unter mysteriösen Umständen zu Tode gekommen sind. Du meinst auf der Liste? Du bist seit Teil 1 ein riesiger Fan. Ja, so an Teil 1 bin ich noch nie so richtig reingekommen, aber weil es grafisch halt dann doch noch sehr viel schlechter ist. Aber vielleicht sollte man sich das storymäßig ja auch mal geben, ne? Ja, unter den Veteranen, da sind die meisten davon tot. Das kann schon sein, ja. Aber ich glaube, der... den werde ich noch nicht vorlesen, weil den sehen wir eh noch. Den sehen wir eh irgendwann noch. Aber es gibt einige davon, die könnte man sich ansehen, die tot sind. Aber, und die auch nicht mehr vorkommen in Jagged Alliance 2. Ist halt die Frage. Hier kann man halt auch noch lesen, ne? Hier gibt's ja auch noch Informationen. Zur Insel, zum Gründer, wie alles begann. Ja. Ja. Also es gibt noch ein paar Leute, die wir noch sehen werden im Laufe des Spiels und dann können wir uns auch nochmal die Daten zu denen durchlesen, aber es sind nicht alle. Also lange nicht alle. Nur noch wenige, die im Prinzip hier drauf sind auf der Liste, die uns noch nicht begegnet sind. Gibt es einen Jimmy übrigens? Grafik ist nicht super, aber glaub mir, ist ein riesiger Superteil. Okay. Damit hat ihr Jagged Alliance angefangen. Ja, angefangen. Hättest du groß schreiben müssen, dann wäre ich beim Lesen nicht gestolpert. Und es lohnt sich definitiv, wenn du magst. Ja, also, ich habe mal drüber nachgedacht. Ich habe auch letztens mal bei einem Twitch-Streamer zugeschaut, der Jagged Alliance 1 gespielt hat. Übrigens auch ein deutschsprachiger. Und fand das auch ganz okay. Ja. Schauen wir mal. Vielleicht nach Jagged Alliance 2. Aber ich muss ja auch mal Jagged Alliance 2 endlich mal zu Ende spielen. Okay. Gut, Zeit. Ich wollte hier Biff noch Geld geben. Geld für Biff. Gut. Befugnis erteilen. Ich danke Ihnen vielmals. Beziehungsweise Speck Geld geben für Biff. Nicht, dass er sich wieder verteuert. Und dann wird er wieder teurer. Ach so, und er hatte gesagt, dass sie sich mehr Söldner leisten können. Sollte ich vielleicht auch nochmal gucken, wer jetzt da neu dabei ist. Das willkommen bei MIR. Wären ja später auch bessere. Wer ist denn jetzt da neu dabei? Kennen wir alle schon? Baba ist neu dabei. Abgesehen von seiner Körpergröße ist Thornton dafür berüchtigt. Sorten dafür berüchtigt, der erste Wärter zu sein, der vom Staatsgefängnis von Alabama wegen Brutalität gegen die Insassen gefeuert wurde. Einzelheiten über seine weitere Gesetzesübertretungen seitens dieses Kettengang-Anführers bleibt aber im Dunkeln. Was? Kettengang-Anführers?
Nennt man das so? Da wir uns nicht getraut haben, ihn darüber auszufragen. Alles klar. Und Baba war früher auch bei AIM. Er ist ein AIM-Veteran. Wenn ich mich richtig erinnere. Der hier auf Seite 3. Oder? Doch nicht. Oder doch nicht. Nochmal drüber. Nee, sehe ich jetzt nicht. Okay. Ja, ja, ist halt die Abkürzung. Ja, aber wenn du J-Arzt groß schreibst, dann weiß ich, dass du das Spiel meinst, weißt du? Wenn du J-A klein schreibst, dann denke ich, du meinst das Wort ja. Aber es ist okay. Das würde ich wahrscheinlich auch mit der DOS-Box spielen. An Cage, wenn ich Jagged Alliance 1 mal starten würde oder ausprobieren würde. Und da wird es mit der Auflösung noch schwieriger, weil das ist, glaube ich, so ganz, ganz mini, die Originalauflösung. Da kann ich dann sehr, sehr viel Platz lassen für Kamera. Gibt's auf Steam relativ günstig. Funktioniert es auch ohne, dass alles schwarz wird? Naja, das ist, ich glaube, ich habe es auch schon mal gesehen bei Steam und so. Ich habe es, glaube ich, auch schon mal gesehen. Klar, kommt dann halt in Frage, sofern ich Jagged Alliance 2-mal durchgespielt habe. Genau, meine andere, ich habe ja im Prinzip drei Langzeitprojekte beim Spielen. Einerseits natürlich Forge of Empires, weil das halt das Spiel ist, was ich quasi täglich spiele. Dann die Jagged Alliance Geschichte und dann das Half-Life Portal Universum. Bei Portal 1 und 2 bin ich jetzt durch. Jetzt habe ich Aperture Desk Job angefangen. Fand es auch gut. Muss da auch noch weiterspielen. Sind ja auch schon alte Spiele. Portal 1 und 2. Und Half-Life wäre ja auch alt. Half-Life 1 und 2. Aber Aperture Desk Job ist relativ neu. Aber das ist natürlich, ja, ganz klar Portal Flair. Okay. Nur deshalb habe ich hier meinen Controller zu liegen. Für Aperture Desk Job weiterspielen. Mal gucken, wann ich das hinbekomme. Okay, jetzt drücke ich hier. Jetzt mache ich mal, spiele ich mal weiter. Hat Pi eigentlich. Schlafe. Auge mache zu. Hat Pi eigentlich schon angefangen? Ich bin ganz schön dösig. Ich muss ins Bett. Bin gut angekommen. Sehr gut, jetzt sind sie gut angekommen. Jetzt werde ich auch noch verkaufen, bevor die beiden die vier zu müde sind. Ich hoffe, sie, also rennen kann ich nicht mehr, sonst kippen die mir hier gleich aus den Latschen, glaube ich. Gut. Funzt ziemlich gut zu 90%. Man kann auch einen deutschsprachigen Patch herunterladen. Okay. Ja. Würde ich wahrscheinlich auch machen, wegen der Konsistenz. Wobei, Aperture Desk Job zum Beispiel gibt es ja nur auf Englisch. Deswegen hatte ich das jetzt auch auf Englisch gespielt. Mit deutschen Untertiteln. Ja. Du bist ja hier noch zum Stammkunden. Ich wette, du bist hier, um Tony zu sehen, was? Ja, Toni. Toni, der Bot von Josie und Pi. Tyrawal, Diamantrex, ist Pi schon live?
Spielt er schon? Ja. Zeig mir, woran du Interesse hast. Ah, okay. Peace Life. Hallo Onata und danke dir für die Info. Und danke auch an Tyrawal. Okay, dann werde ich jetzt nochmal Munition verkaufen. Oh. Lass mal sehen, was wir hier haben. Das hat einigen Wert. Ich zahle einen fairen Preis. Wer nimmt die Nebelgranate an? Das wusste ich gar nicht. Ich glaube, normale Granate nimmt er nicht an, aber Tränengas und Nebel nimmt er anscheinend an. Okay, cool. Mal die stacken. Ich glaube, dann... Bedauere, ich bin nur an Waffen und deren Zubehör interessiert. Dann verkaufe ich die Nebelgranate auch. Und die einzelne Tränengasgranate? Tränengas ist ja nicht so verkehrt. Aber auch nicht wirklich gut. Naja, weg damit. Du möchtest etwas verkaufen, ist das korrekt? Ja, das ist korrekt. Okay. Habe ich noch mehr, was ich verkaufen möchte? Das wollte ich nur lagern, das kann ich nicht, darf ich nicht verkaufen. Okay, genau, das sieht nach allem aus bei Grizzly. Das Magazin nehme ich definitiv mit, das brauche ich noch. So, das passt dann nicht in die Tasche. Das ist so doof tragen. Okay. Grizzly. Achso. Grizzly. Das kann ich alles nicht verkaufen. Die normale... Doch, die nimmt er auch an. Okay. War mir irgendwie anders in Erinnerung. Okay. Ja, aber bei Grizzly ist, glaube ich, gar nichts, was ich loswerden will. Naja, vielleicht die Skorpion. Reichweite 11 ist ja jetzt auch nicht gut. Passt ja auch nicht hier in diesen Slot. Da kann ich jetzt auch nicht ausprobieren, ob die da reinpasst. Ja, ich glaube, dann würde ich die Skorpion loswerden wollen. Da haben mehr die anderen Söldner inzwischen auch bessere Waffen. Bis wann ich spiele? Ja, ich werde noch nicht gleich aufhören. Also ich werde nachher auf jeden Fall zu Pi rüber raiden, der ja Forge of Empires spielt. Aber ich wollte schon noch ein bisschen machen. Also vielleicht bis 9. Mal gucken. Genau. Okay. So. Amus, was hast du denn so dabei, was wir loswerden können? Ach, die Munitionskisten kann ich verkaufen. Das sollte ich vielleicht wirklich machen. Da ist, glaube ich, sowieso nur Pistolenmunition drin. Hoffe ich zumindest. Aber ich denke schon. Also verkaufe ich die Munitionskisten. Das habe ich ja mehr oder weniger versehentlich verpackt. Die Munition nehme ich lieber mit. Das sieht nach Gewehrmunition aus. Und bei Chris. Waffen werden wir erstmal reparieren. Ah, die habe ich auch noch nicht repariert. Nee, dann lasse ich die noch. Dann gebe ich die noch nicht ab. Dann bleibt die noch bei Dimitri. Reparierte Sachen werden verkauft. Dann kann man sie teurer verkaufen. So, diese Pistole mit Magazin. Okay. Das, was ist das für ein Magazin? Ist für eine Pistole Vektor. Das verkaufe ich dann auch. Schon gut. Lass dir Zeit. Ja, ich lasse mir Zeit. Kein Problem. Das nimmt er nicht. Den Molotow-Cocktail nimmt er nicht. Okay. So, sieht doch gut aus.
sieht doch so gut aus, denke ich. Ja. Und die kann ich dann auch noch verkaufen, die Sachen. Ja, wobei er, naja, irgendein Gewehr noch braucht, falls das leer ist. Und die Munition kriege ich ja noch nicht dafür, für die SKS. Ich glaube, ich habe die bestellt. Es geht da nicht drauf. Okay. That's it. Das Geschäft ist perfekt. Noch etwas? 1000 bekommen für Schrott, den ich gefunden habe und nicht verwenden kann? Sehr gut. Was will man mehr? Okay, dann gehe ich auch noch runter zu Pablo. Moment. Ich muss vorher noch eine andere Sache machen. Ich muss vorher noch in mein Lager gehen. Mit allen. Und die Sachen ablegen. Okay. Nebelgranaten. Die Sachen ablegen, die sie sonst noch mit sich rumschleppen, die ich aber nicht weiter mit mir rumschleppen möchte. Da sind ja noch ein paar dabei. So, Grizzly ist schon da. Was hat denn Grizzly im Inventar, was ich... Ich vergesse. Klebeband. Ich schon wieder vergesse. Na, kommt. Klebeband. Oh, das habe ich vergessen zu verkaufen. Zu viele Energiebooster. Hallo. Wir sind bei Grizzly. Das TNT nimmst du mit. Die Brechstange nimmst du mit. Ein Pack nimmst du auch mit. Das kannst du alles mitnehmen. Das musst du noch verkaufen gehen. Gut. Next. Grizzly. Das muss Pablo reparieren. Die Munition nimmst du mit. Ist ja für deine Pistole. Die ist für dein Gewehr. Du hast eigentlich nur Sachen, die du brauchen kannst. Die Gewehrmunition gebe ich ab. Amus. Ja, das kannst du mitnehmen. Das auch. Die Munition ebenso. Dein Gewehr wieder in die Hand nehmen. Chris. Die Drahtschere. Ich glaube, ich habe sonst keine mehr. Das Schlosserset braucht er nicht. Und die Diskette kann man, glaube ich, auch abgeben. Jetzt habe ich sie an Hamus gegeben. Ist halt auch so eine Tasche, die stört kaum, ne? Eigentlich kann ich das auch mit mir rumtragen, so lange, bis ich irgendwann ja, Platz brauche. So, die beiden Waffen gehen an Pablo zum Reparieren und dann kann er sie verkaufen oder behalten oder irgendwas anderes damit machen. Ja, die Brechstangen, 2 Stück brauchen wir nicht. Gut.
Wer hat denn noch Bedarf einem Mündungsfeuerdämpfer, einem Schalldämpfer? Warum nicht Grizzly? Warum nicht Grizzly? Grizzly, sage ich. Dimitri. So, Grizzly kann noch was verkaufen. Zeig. Das hat einigen Wert. Ich zahle einen fairen Preis. Das Geschäft ist sehr gut. Nur 28, aber haben oder nicht haben, würde ich sagen. So, jetzt nochmal alles ablegen dort. Auch die Geräte, die da unten liegen. Shift M. So, ist alles weg. Sollte alles bei Chris liegen. So, hallo Cage, willkommen zurück. Einkauf erledigt. Gut, dann müsst ihr jetzt noch runterwandern zu Pablo. Pablo braucht ich nicht hier. Was zum Reparieren. Ich nicht wissen, was tun. Na, du musst erstmal gar nichts tun. Du musst nur ein paar Sachen abgeben an Pablo. Es liegt nochmal hier rum, sonst. Zwei Gewehre, die ich nicht mehr verwende. Die kann ich schon auch verkaufen, glaube ich. Die kann Pablo dann verkaufen. Ebenso die Nebelgranaten, die da rumliegen. Das kann Pablo dann verkaufen. Ja. Ja, brauche ich nicht mehr. Ich habe inzwischen Besseres. Okay, also, Amus, was hast du? Du hast nichts, was repariert werden muss. Chris. Chris hat die beiden verklemmten Waffen. Ja, bitteschön. Bitteschön. Zweibein nimmt mal Chris mit. Und dann bei Dimitri liegt noch die Skorpion rum. Das kann Pablo noch reparieren. Sehr gut. Kann er sich eine davon aussuchen. Würde ich sagen. Wahrscheinlich die mit 17er Reichweite, das ist ja die beste. Gut. Was ist da für Munition drin? Die Munition, die habe ich doch noch irgendwo. Da muss ich mal eben gucken. Die hat doch noch einer. Genau. Die hat Amus. Ist das seine Waffe? Seine Zweitwaffe, oder? Okay, krieg Pablo. Krieg Pablo, kann Pablo dann behalten. Amus, wo bist du? Da bist du. Gut. Achso, das muss ich mitgeben. Das muss ich mitgeben, beziehungsweise die Waffe hat doch hier jemand von denen. Doch die. Es ist wieder ein anderer Typ, ey. Ich fass es nicht. Na gut. Okay. Oh nein. Ich habe versehentlich was geklickt. Okay. Ich muss mal eben. Bin gleich wieder da. Muss mal eben speichern und wieder neu starten. So.
gespeichert. Komme noch gar nicht aus dem Spiel raus, ohne den Task Manager zu bemühen. Task beenden. Neu starten. Okay. So. Okay. Dein Name ist gelb. Bei mir bist du grün. Bei mir bist du grün. Sehr schön. So, aufgeräumt. Aufgeräumt und Dimitri sollte definitiv mal mit der Waffe schießen. Ach so, der Stein. Der Stein geht an Pablo. Der heilige Stein. Gut. Okay. Nein, ich möchte da gar nicht runter. Die sollen nur schlafen gehen. Die sollen nur schlafen gehen, die Jungs. Gut. Okay. Was ist denn mit den beiden hier? Die schlafen noch. Okay. Aber die sind schon nahezu ausgeschlafen. Wahrscheinlich werden die bald wach. Arbeiten wieder. So. Ah, da kommt wieder ein Angriffstrupp. Dann werde ich mal mit rüber gehen. Die wollen anscheinend nochmals versuchen, Chicena wieder zurück unter ihre Kontrolle zu bringen. Und dann schaue ich mal in den Sektor rein, wo sich Biff und Ira befinden. Wenn die nämlich ungünstig stehen, dann muss ich sie noch umplatzieren. Wo sind sie denn? Biff ist da und Ira ist da. Das ist relativ nah am südlichen Rand, aber es geht, denke ich. Es geht. Nicht zu nah. Das kann ich erstmal so lassen. Okay. Aber ich speichere, zur Sicherheit auch. Ja, man kann das mit der Farbe bei Twitch umstellen. Da kann, glaube ich, jeder selber seine Farbe einstellen. So. Also, welche Farbe der Name hat. Also, bei mir hast du grün. Hattest du gestern nicht grün? Ich dachte, du hättest auch grün gehabt. Wo genau? Puh, da fragst du was. Das weiß ich nicht. Irgendwo bei Einstellungen, glaube ich. Aber das wusstest du wahrscheinlich selbst. Das kann ich dir jetzt nicht sagen. Müsste ich selber suchen. Ich habe das irgendwann mal gefunden und glaube ich auch auf grün gestellt bei mir. Aber ich glaube, ich habe ein helleres Grün, aber ich bin mir auch nicht sicher. Ist natürlich blöd, dass ich die beiden jetzt wieder zurückschicke. Weil ich wollte eigentlich hier die Gegend erkunden mit den beiden, aber gut. Sie müssen zur Verteidigung zurückkommen. Ich habe meine Aufgabe erledigt. Ja, ihr macht weiter. Yes. Ja, wir rufen Verstärkung. Wir haben Besuch. Daydrunners Männer sind im Anmarsch. Trevor und Fox sind noch nicht da. Naja, Ira und Biff sind ja jetzt nicht gerade das stärkste Team. Aber zum Glück sind es anscheinend nur Redshirts, die Gegner. Und wir haben ja sehr viel Milizen als Unterstützung dabei. Von daher wird es vielleicht was mit Ira und Biff. Und vielleicht kommen während des Kampfes ja auch noch Trevor und Fox dazu. Oh, der erste wäre schon erledigt. Ohne mein Zutun. Huch. Da war die Maus an einer ungünstigen Stelle.
Könnte halt die beiden vom Norden noch runterschicken. Das würde auch nicht so lange dauern, bis die da sind. Aber das sind Alex und Flo, also die sind halt auch nicht besonders gut, die Söldner. Also Ira ist schon mit Abstand die Beste. Und wahrscheinlich sogar besser als alle Milizen. Und sie hat jetzt eine AK. Von daher gefährlich, würde ich sagen. Okay, Ira. Na dann. Ich glaube nicht, dass die alle da nur sind, aber vielleicht doch. Gut, Ira, dann renn mal nach unten. Trägt sie noch einen Rucksack oder Biff? Nein. Gut, Ira, dann rennst du erstmal dorthin. Das ist ja widerlich. Ja, die toten Leichen sind schon widerlich. Gut. Okay, es gibt auch Leute mit Gewehren. Sehr schön, liebe Miliz. Renn doch nicht weg. Kommt alle nach unten. Wir brauchen euch. Kommt alle nach unten. Okay. Schade, Cage. Mit T kann ich Baumkronen ausblenden. Aber nicht während die laufen. Sollte ich vielleicht machen, wenn hier so viele Bäume sind. Irritiert schon ein bisschen, hast du recht. Okay, dann rufe ich mal T. Sind die Baumkronen weg? Natürlich auch gefährlich, da näher ran zu sprinten. Die Armee! Ich wusste, dass wir früher oder später auf sie stoßen würden. Ja. Welchen hat sie denn jetzt gesehen? Den da. Okay. Also sie werden ja nicht gleich auf Ira schießen. Und Biff. Dahin. So. Biff ist schon gut vorbereitet. Cage, also kann ja vielleicht gegen Ende des Streams nochmal suchen mit euch gemeinsam. Vielleicht finden wir das im Menü bei Twitch. Aber sonst würde ich sagen, schau doch mal bei Google. Oder vielleicht weiß Jimmy Lee das auch. Oder jemand anderes von den Zuschauern. Cage hat seinen Namen geändert, also die Farbe seines Namens. Und man kann doch bei Twitch irgendwo die Namensfarbe anpassen. Er findet nicht mehr raus, wo man das ändert. Ach so, okay, weiß auch nicht.
viel Gewusel. Ein bisschen telefonieren. Und nun ist Biff an der Reihe. Biff sieht drei. Sieht er drei? Welche drei denn? Eins, zwei. Nee, er sieht zwei. Der müsste auch eigentlich dran vorbeischießen an den anderen. Nicht getroffen. Macht nix. Nicht getroffen. Macht nichts. Autsch. Die armen Söldner. Den hat's auch erledigt. Jetzt schlagen die Söldner zurück. Wieder einer weniger. Ja, deswegen bin ich auch relativ zuversichtlich, dass ich das auch zu zweit schaffe, weil einfach die Übermacht. Die Übermacht einfach. Die sichert das. Ja, der kommt auch dazu. Der dicke Mann hilft auch. Der haut dann auf die Bösen drauf. Und dann war's das. Okay. Ja, ist ganz schön. Die hat halt ganz schön viele Aktionspunkte, die AK. Deswegen kann man immer nur einmal mit schießen. Das ist nicht ideal. Aber gut. Unten rechts auf Zahnrädchen. Chat-Einstellungen und Chat-Aussehen. Okay. Ich glaube, wenn du das so machst, dann wird sich da nichts ändern. Also, so schreibst du doch einfach nur. Also, wenn das ein Command sein soll, dann musst du mindestens irgendwie ein Slash oder ein Ausrufezeichen oder sowas verwenden. Aber hast du mal geguckt, was Onata geschrieben hat mit dem Zahnrädchen? Also mit dem Slash oder mit dem Ausrufezeichen davor würdest du halt irgendwas triggern. Aber ich weiß nicht, ob das so funktioniert. Google meint im Chat eingeben. Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Also nicht so. Nicht ohne irgendein Sonderzeichen davor, irgendein Spezialzeichen davor. Hui, es gibt hier Fensterscheiben. Was hat er geschrieben? Aufklärung erfolgreich, Feind. Wir sehen nichts, aber er scheint den erledigt zu haben. Aber ich schätze mal, mit Ausrufezeichen sind halt eher die Commands, die ich auslösen kann, also die durch meine Bots ausgelöst werden können. Und mit Slash sind das dann eher die Commands, die von Twitch. Okay, gut, also der ist erledigt, wie wir sehen. Und jetzt sehen wir auch nichts mehr. Jetzt muss ich mit Ira auch wieder näher ran.
damit wir überhaupt jemanden sehen. Für Biff gilt natürlich das Gleiche. Okay, da sehen wir auch noch keinen. Doch. Doch. Zeit zu sterben. Der will wohl abhauen. Schauen, ob wir dann wieder hinterher rennen müssen. Machen doch die Milizen gar nicht so schlecht. Also, Ira und Biff haben noch nichts getroffen. Ja, sofern man was lesen kann, kann es nicht funktionieren, denke ich. Dann wird kein Command angewendet. Sofern man es im Chat lesen kann. So, Biff. Siehst du ihn noch? Dann versuch's mal. Der steht im Weg hier, ne? Ich hoffe, dass ich dem jetzt nicht in die Beine schieße. Ja. Nichts passiert. Schön, Ira. Aber 90, das war doch auch ein Kopftreffer. Der ist abgehauen. Der hat gerade den Sektor verlassen. Der ist gut gepanzert. Da war die Panzerung kaputt. Würde ich mal sagen. Geht nur schön nah ran. Dann werdet ihr einfache Ziele. Das war auch ein guter Treffer. Jetzt stirbt er. Okay, er hat ihn erschlagen. So, wie viele haben denn jetzt schon den Sektor verlassen? Biff und Ira sind auch nicht für Kampfeinsätze geeignet. Das sind ja nur grüne Milizen. Ja, das stimmt. Das sind quasi grüne Milizen. Aber Ira lernt so schnell, wenn man Ira dabei hat. Ira kann auch ruckzuck mal was. Ist nur noch einer übrig. Und einer ist geflohen. Ich glaube, dann kann ich hier die Trevor und Fox mal wieder abkommandieren. Dass sie hier doch die Umgebung erkunden können. Ja. Okay, Ira. Auf die Beine. Biff ebenso. Und dann rennen wir in seine Richtung. Das ist ja der einzige, der noch übrig ist. Können wir mal den ganzen Platz rennen. Schaut mal hier! Schaut mal hier! Da habe ich natürlich gehofft, dass es noch Gegenstände gibt. Drops gibt. Von diesem Angriff. Handy abgeschmiert, weil du versucht hast, den Namen zu ändern, oder warum? Guckst du am Handy? Also ich habe die Farbe definitiv am PC geändert.
nicht am Handy. Am Handy wüsste ich jetzt schon gar nicht, wie es geht. Okay. Ira, du musst noch näher ranrennen. Viel näher. Da liegt was. Ja, ist klar. So, auch Biff. Du musst noch viel näher ranrennen, wenn du noch was abhaben willst. Von den Schüssen. Okay, er hat noch einen Miliz erledigt. Und verzieht sich ins Haus. Es wäre eigentlich auch sinnvoller, wenn er fliehen würde, aber er ist mutig. Ist ein sehr mutiger Mann. Man kann Ira nicht von den Milizen unterscheiden. Na doch, an der dunkleren Hosenfarbe. Die wuseln umher und versammeln sich um Biff. Ich hoffe, Biff kommt da noch raus, wenn er umringt ist von Milizen. Biff muss jetzt definitiv einen Umweg laufen, um da rauszukommen. Da ist was. So, wenn er jetzt aus der Tür kommt, dann sind die noch nicht zu nah dran, nehme ich an. Kommt der? Kriegen die Milizen erstmal jede Menge Unterbrechung. Anscheinend. Ach nee, seine Runde ist schon vorbei. Er ist rausgekommen und durch den Treffer von dem Milizen, der die Unterbrechung hatte, hat er seine Aktionspunkte schon verbraucht. So ist es. Das war's. Wir haben alle von Daydrunners Männern in diesem Sektor eliminiert. Das, so spart man auch ein bisschen was. Denke ich. So, kriege ich das noch unter? Eine Sig Sauer. Alles kein besonderes, keine besondere Munition. Die zwei 9x19 sind natürlich gut. Gebe ich mal Biff, weil er hat. Ja doch, er hat eigentlich. Er hat eigentlich genug. Okay, das ist, glaube ich, ein Gewehrmagazin. Oder? Nee. Nee, 8. Auch kein Gewehrmagazin. Das? 30, das ist ein Gewehrmagazin. Aber für welches? 45er. Für keines, was die beiden haben. Ach, für die Uzi. Okay, die habe ich eh nicht. Gut. Ich werde mal mit Ira und Biff jetzt noch den einen jagen, der eh schon auf kritisch steht. So, bin am PC, jetzt ist es blau. Ich gebe auf. Es ist nicht blau. Es ist weiterhin grün. Also zumindest ist es bei mir grün. Hey, Kumpel, die Ochsentür ist vorüber. Ja, ihr sollt ja hier einen Ausflug machen. Sie sind hier irgendwo. So viel ist klar. Hoffentlich haben Sie keine Lust auf Ärger.
Und das wird jetzt eine echte Herausforderung. Dass Ira und Biff, die ja so schlecht sind, es schaffen, gegen den schwer verletzten Gegner zu bestehen. So, ich gehe mal hier ein bisschen in die Walddeckung. Gesehen wird erstmal keiner. Okay. So, dann schleiche ich mich mal vor mit den beiden. Der wird ja wahrscheinlich irgendwo auf dem Weg sein, wie es meistens so ist. Oh nein, wo ich mich gerade eingelebt habe. Okay. Das sind genau 40. Geil. Geil. Bisschen auseinander mit den beiden. Kannst sie schon mal für nächste Runde bereit machen. So, jetzt ist er schön nah. Guckst du auf dem Handy? Das ist doch so klein. Sehr schön. Biff. Lege er sich nieder und treffe er. Nee. Au! Biff, los. Neue Chance. Sehr schön, Biff. Ira. Nicht getroffen. Au! Na, mal gucken, ob Biff das überlebt. Ich meine, ich würde ihn auch retten. Nimm das! Nimm das! Wir haben alle von Daydrunners Männern in diesem Sektor eliminiert. Ja, wir leisten erste Hilfe. Okay. Gut, Biff, hast überlebt. So. Okay, was hat der fallen lassen? Oh, der hat noch ein Gewehr fallen lassen. Warum habe ich denn jetzt hier Flo? Das ist doch besser als seins, oder? Nee, ist es nicht. Ist es nicht wirklich. Egal, nehmen wir mit. Nehmen wir mit. So. Ab nach Norden damit. Diese Gegner werden besiegt. Hey, Kumpel, die Ochsentour ist vorüber. Ja, die Ochsentour ist vorüber, aber wir waren in dem Sektor noch nicht. Den schauen wir uns mal an. Ja, nimm mal dein Nachtsichtgerät ab am Tag. Ist nichts Aufregendes in dem Sektor. Gut. Ab auf die andere Seite. Ich glaube, hier kann man nicht hin, ne? Den? Ne, den kann man nicht. Ab auf die andere Seite mit euch. Einmal durchs Gebiet. Okay, ich bin da. Stopp mal. Stopp mal, die hier sind doch auch fertig. Trupp 1. Moose ist zumindest fertig und Grizzly. Grizzly kann auch nicht reparieren. Pablo repariert fleißig. Okay, wenn ihr fertig seid, dann gehen wir mal vielleicht schaue ich mir noch diese Sektoren hier an. Die noch erkunden. Und dann zu den anderen. Dann ab zu den anderen. Wobei, es ist nach 10. Es ist nach 10. Wir gehen erstmal zu Toni.
Bin gut angekommen. Ja, ja, die Flaggstation wäre auch das nächste Ziel. Aber ich will auch die Gegend erkunden. Aber es gibt ja manchmal auch noch... Es liegt immer wieder das Zeug hier, ne? Also ich bringe das immer wieder hier rüber oder lasse das immer wieder da drüben hinlegen und dann liegt es wieder da. Es hat geklappt, okay, aber bei mir bist du immer noch grün. Ich wette, du bist... Hauptsache, du fühlst dich besser. Es kann auch sein, dass sich das bei mir im OBS-Studio nicht aktualisiert. Das kann sein. Weil ich sehe den Chat übers OBS-Studio. So. Zeig mir, woran du Interesse hast. Ja, handeln. Okay, zeig mir, woran du Interesse hast. Sortiment hat sich geändert. Jetzt sind es keine zwei Berettas mehr. Dafür gibt es diese Waffe, die ist gar nicht so schlecht. Die hat nämlich eine Reichweite von 24. Aber meine Waffen sind durchgehend besser. Komisch aus, da fehlt irgendwie das Ende. Diese Waffe hat einen gezogenen 7,3 Zoll Lauf und basiert ebenfalls auf dem bekannten AR-15-System. Die wird von CMMG in Missouri, USA hergestellt. Okay. Sieht sehr eigenartig aus, die Waffe. Hier, Revolver in groß, Revolver in klein. Revolver in kompakt. Okay, sehr viel Revolvermunition. Munition 42 Rounds, NATO-Kaliber. Wüsste ich jetzt aber auch nicht, dass ich dafür eine Waffe habe. Sechsmal, was ist das für? 39? Ne, 51 mm. Das ist also definitiv Scharfschützenmunition, aber nicht für die Waffe, die ich habe. Leider. Okay. Leider nicht. Leider nicht. Nö. Ein Bestseller unter den kompakten Zielfernrohr ist dieses 1,7-fach vergrößerte FX 2x20mm von Leupold. Es handelt sich, es kann auf den meisten Handfeuerwaffen sowie Jagdgewehren Flinten montiert werden. Na, kann das vielleicht jetzt auch auf der Waffe von Chris montiert werden? Das wäre doch großartig. Ich speichere mal. Ich möchte speichern. Vielleicht nächstes. Ja, ja. Vielleicht nächstes Mal. Speichern, okay. Und dann checken wir das mal aus. Indem ich das mal kaufe. Zeig mir, woran du Interesse hast. Und nachgucke. Ich meine, das ist doch ein Gewehr. Halbautomatische Karabiner. Klingt doch. Was passiert? Ach so. Dann kann ich ja auch mal beide kaufen. Beide kaufen und mal beide checken. Das nicht? Das ja. Okay. Gut. Sehr gut. Dann wissen wir Bescheid. Verzeihung. Ja. Ich habe meine Ware vergessen. Stimmt. Total vergessen. Sehr gut. Du weißt, wo du mich findest, wenn du an weiteren Geschäften interessiert bist. Ich kaufe das Gerät.
kaufe das. Zeig mir, woran du Interesse hast. Her damit. Transaktion, yes. Und? So, was bewirkt denn das? Ich sehe mal 2. Okay, cool. Okay, cool. So, hier lagen, glaube ich, sehr gut. In dem Gebiet noch Sachen rum, die ich verkaufen konnte, die ich auch noch verkaufen wollte. Chris hatte noch Platz in seinen Taschen. Oh, Grizzly auch. Noch ein bisschen stapeln. Sehr schön. Die 2 Beine nehmen wir mal mit. So, und Grizzly kann noch was verkaufen. Grizzly! Zeig mir woran... Lass mal sehen, was wir hier haben. Das hat ein... Das Geschäft ist perfekt. Super. Noch etwas? Nö. Nix. Sehr gut. Gut. Erkunden. Ich weiß den Namen nicht mehr. Der Söldner war hammerteuer, aber top. Ja. Also Trevor ist auf jeden Fall hammerteuer und top. Das kann ich sagen. Ja. Ich muss wieder ein bisschen sparen, damit ich seinen Vertrag verlängern kann. Ich mache Fortschritte. Jetzt hier. Was tun? Er hat Russisch gesprochen. Ivan meinst du wahrscheinlich? Ivan Dolvich. PLM. Genau, hier haben wir Ivan Dolvich. Der hat eine sehr gute Treffsicherheit, gute Kraft, Beweglichkeit. Klug ist er auch recht. Und inzwischen ist aber Trevor, seitdem er in meinem Team war, nochmal deutlich nach vorne gegangen. Der ist jetzt auf Position 2. Weil er so an Werten gewonnen hat. Er ist halt so ein Allrounder, deswegen mag ich Trevor eigentlich ziemlich gerne, weil der halt im Prinzip jedes Schloss knacken kann. Er kann alles reparieren. Er kann Minen finden, entschärfen, legen, Bomben legen und sowas. Ja. Und ist auch noch ein guter Schütze. Deswegen mag ich den eigentlich ganz gerne und verwende den gerne. Guck mal, hier ist doch ein Dorf. Da ist doch gut. Da mal zu schauen. In den Häusern. Man muss... Du gehst gleich mal dahin. Da wird wahrscheinlich nicht viel zu sehen sein. Ja, guten Tag. Wenn ich nur Arulko verlassen könnte. Wo willst du denn hin? Ich glaube hier auf deinem Dorf. In deinem Dorf ist es Metalldetektor. Okay. Nehmen wir mit. Halt. Nehmen wir mit. Der braucht noch Batterien. Und dann können wir damit Minen finden. Na, das hat sich doch schon gelohnt hier. Hier ist nix. Gut. Gut. Auch ohne Trevor mit Minen finden.
Okay, weiter geht's. Hab die Stellung eingenommen, bin verfügbar. Wie immer. Ja, da ist nicht viel. Oh doch, da ist doch auch ein Haus. Da ist doch auch ein Häuschen. Hola, Haus am Meer. Sehr schön. Und vor allem Meer. Du hast es doch schön hier. Du musst doch zufrieden sein. Waffen machen mich nervös. Okay. Dieses Land ist den Bach runtergegangen, seitdem Enrico Cibaldori ermordet wurde. Er ist nicht tot. Enricos Tod hat Tod über uns alle gebracht. Ja, ich glaube, er ist nicht so froh. Ich wette, sie sind froh, dass sie nicht hier leben müssen. Naja, ich habe hier den gefährlicheren Job als in meinem Haus am Meer, würde ich sagen. Gibt es noch etwas, was ich tun kann? Ja, du machst weiter. Was machen eigentlich Ira und Biff? Bin gut angekommen. Die stehen nur doof rum, glaube ich, ne? Ira und Biff. Können wir mal ändern. Ira kann mal Biff heilen. Doktor von Patient. So, und hier gibt es da auch Häuschen. Ja, die denken, dass Enrico tot ist. Und das war ja auch das Erste. Enrico nicht tot. Das Erste, was man hört hier von der Einwohnerin in Omerta, dass sie einem erst nicht glaubt, bis man ihr den Brief zeigt von Enrico mit seiner Handschrift sozusagen. Ja, aber... Hab die Stellung eingenommen, bin verfügbar. Nun, wo ich da bin, kann ich ja den Leuten sagen, dass er nicht tot ist. Ja, hier ist, glaube ich, nichts zu sehen in dem Sektor. Außer das da interessante, großblättrige Pflanzen wachsen. Weiter geht's. Ich hier. Ich nichts wissen, was tun. Lichterwald. Und der sieht auch leer aus. Ist er auch. Nee, ist er nicht. Ist er nicht. Kommt. Kommt, ihr Lieben, ab ins Haus. Ins Haus, vielleicht ist da was zu holen. Kevlarhose. Geil. Magazine. Noch mehr Magazine. Naja. Tja, manchmal lohnt sich so ein Besuch. So, dann kriegt der Grizzly eine Kevlarhose. Ja, die Magazine sind jetzt größtenteils für den Händler. Aber nicht nur. Nicht nur. Das ist für den Händler. Soll ich dies Hamus geben und der läuft nochmal zurück? Quatsch, oder? Behalte es erstmal bei dir. Packen wir dann in den... Weil es ist so nah. Es ist so nah eigentlich. Was liegt denn noch im Eiswagen? Da liegt nur noch Zeug rum. Eine Drahtschere auch. Eine Nebelgranate. Die könnte ich halt auch verkaufen.
Mann, was mache ich denn? Naja, wir haben ja jetzt Zeit. Haben wir jetzt Zeit? Keine Ahnung. Wer soll denn jetzt eigentlich ins Team? Ich würde sagen, Chris Trevor Grizzly, Fox. Ira möchte ich eigentlich auch gerne dabei haben. Dimitri, Amus. Und dann sind es halt einer zu viel. Dann ist es halt einer zu viel. Ja, ich kann auch mal nochmal mit Hamus bis zum Laster gehen. Und dann nimmt er aus dem Laster auch noch was mit, was weg kann. Nach San Mona. Okay. Gut, aber dann, na doch, ich trenne Hamus vom Trupp. Dann geht er nämlich alleine zum Laster. Und ich hoffe, er kriegt keinen Besuch. Und die anderen gehen erstmal nach da. Okay, erledigt. Was jetzt? Stopp mal. Achso, er ist ja verletzt. Er ist ja verletzt. Ich hoffe, das heilt sich auch so. Hat 6 Lebenspunkte verloren. Muss ich mal beobachten, ob sich das so heilt. Hat jetzt auf jeden Fall alles repariert. Kann er mal nach Norden gehen und die Waffen noch verkaufen. Okay, Reise beendet. Ich warte. Da kommt echt Nostalgie hoch. Ja. Die gute alte Zeit, als der Bengel am PC sitzt und zockt. Okay. Ja, genau. Und ich Bengel zock auch gerade. Der Stein der Weisen ist das, genau. Ich wette, du bist hier um... Genau. Willst du Toni? My best friend Toni, der kriegt nämlich von mir 2 frisch reparierte, hervorragende Waffen. Zeig mir, woran du inter... Plus Munition. Lass mal sehen, was wir hier haben. Das hat einigen Wert. Ich zahle einen fairen Preis. Ja, das habe ich mir erhofft, dass du einen fairen Preis zahlst. Ach, warum habe ich denn die Schalldämpfer nicht mitgegeben? Die muss Amus mitnehmen. Das Geschäft ist perfekt. Noch etwas? Sehr gut, dass Hamus nochmal zurückkommt. Bedauere, ich bin nur an Waffen und deren Zubehör interessiert. Kein Platz in der Hosentasche für den Stein. Sehr gut. Du weißt, wo du mich findest, wenn du an weiteren Geschäften interessiert bist. Natürlich weiß ich das. Natürlich weiß ich das. So, haben wir mal seinen... Pablo, seinen Kasten wieder auffüllen. Sehr schön, 100%. Hier sind Batterien, die kann Hamus auch mitnehmen. Die brauchen wir denn für den... Na. Runter mit dem Stein. Brauchen wir dann für... den Metalldetektor, glaube ich. Gut. Und ich lege mal die Schalldämpfer ab, dass Hamus daran denkt. Du brauchst den Schalldämpfer auch nicht wirklich. So. Gut. Okay,
Sehr schön. Der Norden wird immer mehr gesichert. Liegt da eigentlich noch was rum, was repariert werden kann? Sieht nicht danach aus. Batterien sind halt leer. Kupferdraht, kann man den Kupferdraht reparieren? Ich glaube nicht. Alex, reparieren Gegenstände? Nein. Nein, kann man nicht reparieren. Gut, dann legst du den Kupferdraht wieder ab. Und übst irgendwas Schönes. Treffsicherheit, falls du doch mal in den Kampf kommst. Dann muss ich mal verfolgen, ob sich seine Gesundheit verbessert. Wieder. Seine leichte Verletzung wieder herunter oder weggeht. Hey, Kumpel. Joxentür ist vorüber. Sehr schön. Schauen wir uns den Sektor an. Nicht. Nix drin. Nix zu sehen. Den auch noch? Ne, da kommen wir nicht hin. Da können wir nicht hinlaufen. Gut, dann treffen wir da auf die anderen. Und dann machen wir uns bereit für den Angriff auf den Raketenposten, so dass ich für den Hubschrauber den Weg im Norden freikriege. Und dann kann ich mit dem Heli durch die Gegend fliegen lassen. Das macht es dann etwas einfacher. Hab die Stellung eingenommen, bin verfügbar. Wie immer. Ja, du kannst schon mal losschlafen, würde ich sagen. Ich hier. Ich nichts wissen, was tun. Jetzt hier. Was tun? So, du, Amos, guckst mal in den Laster rein. Da ist noch ein Helm, den wir reparieren wollen. Die Drahtschere kann weg. Und die verkaufen wir. Das nimmst du mit. Ich hoffe, ich krieg's irgendwie unter. Ah, nee. Nee. So, kriege ich es unter. Denkst du? Ach so, das Knicklicht, das kann in den Laster. Eine Drahtschere kann ich auch im Laster lassen und genauso einen. Das lasse ich mal so als Inventar, falls man es mal braucht und nicht dabei hat, sonst keinen Söldner dabei hat. Gut. Dann wieder zurück zu Pablo damit. Es sind nur fünf. Wir können die Trupps mal fusionieren. Dann können hier alle mal schlafen. Ist halt die Frage. Ich hoffe, auch müde. Nee, geht so. Es ist gar nicht müde. Okay, dann lassen wir noch Zeit vergehen. Ich hier. Ich nichts wissen, was tun.
Du kannst den Helm an Pablo gehen. Dann hat er was zum Reparieren. Du kannst sonst. Achso, du kannst Pablo mal heilen. Nee, du hast gar keine medizinische Fähigkeit. Ihr beide nicht. Pablo, der ist immer noch verletzt. Hat sich nichts getan. Da kann er trotzdem heilen. Na, patchen vielleicht schon. Nee. Warum hat er überhaupt ein Medikit? Okay. Ach, das ist ja gar nicht Pablo. Da oben ist Pablo. Aber ist egal. Spielt keine Rolle. Wir gehen nochmal in den... Ach, und sonst muss Pablo jetzt wieder runter, ne? Der muss ja jetzt kämpfen. Niemand Neues da? Niemand Neues da. Ich glaube, Pablo ist müde. Ich wette, du bist... Zeig mir, woran du Interesse hast. Die Munition weg. Lass mal sehen, was wir hier haben. Das Geschäft ist perfekt. Dankeschön. Noch etwas? Nö. Sehr gut. Gut. So, Pablo, wie geht's dir fitnessmäßig? Nicht so gut. Okay. Schlaf erstmal bis 11. Ich hier. Ich nix wissen, was tun. Ja, du kannst gleich noch weitergehen. Es war Quatsch, nur dahin zu laufen. So, 11 haben wir jetzt schon. Pablo. Immer noch müde. Naja. Du musst aber jetzt. Gut. Nicht, dass der Club zumacht. Okay, Reise beendet. Ich warte. Nicht, dass der Club zumacht. Wir wollen ja hier 5.000 verdienen. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Her damit. Fit genug, würde ich sagen. Ja? Was? Schätze, du willst... Danke. Danke. Also sind Sie hier um... Ja. Ja. Sobald Sie mir... Ja. Bitte. Sehr gut. Herr Klaus, der Club ist... Ja. Ich schnapp ihn mir, Boss. Ja. Großartig. Ich mache jetzt hier mal Licht an. Es wird nämlich langsam dunkel. Oder dunkler. Peter Klaus, einige meiner... Ja, ein wir neuer kennen uns schon. Sind die Kämpfe bereit? Wir kennen uns doch schon, Mann. Dass er immer alles vergisst, der Peter Klaus. Ja. Komm näher, mein Freund. Ja. Komm noch näher. Ja. Perfekt. Oh. Du musst treffen. Oh. Sehr gut. Ja. Das war ein schöner Treffer.
Oh. Wie steht's um ihn? Schlecht. Dann nehmen wir mal den Schlag irgendwie da raus. Oh, stirbt. Das sollte reichen. Ja. Aha, wir haben unseren Gewinner. Steht er auch wieder auf. Eine beachtliche Leistung. Hier ist Ihr Gewinn. Dankeschön. Wieder 5000. Gut gemacht. Yes. Okay. So, dann kann er auch noch den Helm reparieren. Und einen Punkt Geschicklichkeit hat er auch hinzugewonnen. Sehr schön. So, Pablo, repariere den Helm. Und Grizzly schläft nicht mehr. Kannst du nicht auch reparieren so ein bisschen? Trevor noch. Fangen wir schon mal an. Gibt es genug zu reparieren? Okay, erledigt. Was jetzt? Jetzt gehst du wieder hoch. Okay, Reise beendet. Ich warte. Trainierst weiter Treffsicherheit und schläfst. Was sagt die Zeit? Die Zeit sagt 9. Ich glaube, ich würde dann Schluss machen. Tatsächlich. Aber ich gehe oder ich starte noch den Angriff, glaube ich. So, Ira, wie weit bist du denn jetzt bei Biff? Fast versorgt. Aber Hamus wird ja müde sein. Oder müder als Ira. Ja, dann kann er halt nicht mitkommen, würde ich sagen. Dann müssen es halt die 5 machen, aber das passt schon. Oder? Andererseits nehme ich halt gerne die Erfahrungspunkte mit. Und die beiden kosten halt nichts, ne? Also Amus schon, aber nicht viel. Und ich glaube, der Preis ändert sich auch nicht. Der kostet halt irgendwie einen fixen Betrag von 250 am Tag. Ich glaube, das ändert sich nicht. Auch wenn der an Erfahrung gewinnt. Tja. Ja, dann ist es halt so. Dann müssen sie da nochmal... Oh, nein, stopp. Buenas noches. Ich muss gern in Bett. Wo läuft er denn hin? Ich bin soweit. Und wieder ein Job erledigt. Ja, wieder ein Job erledigt. Du hast es tatsächlich geschafft, Du hast es tatsächlich geschafft, lieber Biff, dass du geheilt bist. Okay. Dann gehen die einfach zu siebt. Weil wenn sie eh noch schlafen müssen, das passt schon. Dann gehen die zu siebt darunter in den Sektor und dann können sie alle die Erfahrung mitnehmen. Ich hier. Ich nichts wissen, was tun. Und generell Trupp 1 wird dann noch etwas aktiv. Der Kasten wird wieder zurückgereicht an Trevor. Trevor wird dann natürlich reparieren. Unser Reparaturexperte. Alle dürfen noch schlafen, falls sie noch schlafen müssen.
1, halt. Kommst auch in Trupp 1 und schläfst, ja, doch. Und wer kann denn hier was üben? Training üben. Führungsqualität. Dimitri, Training. Üben. Kraft sieht nicht schlecht aus, ne? Da ist er relativ weit schon. Box. Training üben. Treffsicherheit ist hier schon recht weit. Amus. Training. Üben. Bleibt bei der Treffsicherheit. Grizzly. Training üben. Ach, egal. Mach halt auch Treffsicherheit. So. Okay. So, wer schläft, der schläft. Und der Rest schläft nicht. Eine altbekannte Weisheit. Ich schlafe gleich im Stehen. Ja, du kannst gleich. Ich bin angekommen. Was soll ich tun? Schlafen. So. Okidok. So, dann schlaft mal ein bisschen. Bis um 10 erstmal, würde ich sagen. Ich habe meine Aufgabe erledigt. Nochmal Stopp. Ja. Alle nochmal schlafen. Stopp. So, Pablo. Jetzt kannst du mal wieder Toni einen Besuch abstatten. Ja. Und dann gucken wir mal, wie wach die sind. Immer noch bei 79. Okay. Muss ich definitiv mal Heilung machen. Bei Pablo. Sonst wird es nicht besser. Ich hoffe, da kommt noch mal jemand vorbei. Aus dem Trupp. Du bist ja hier noch zum Stammkunden. Ich wette, du bist hier. So, neues. Ja. Oh, ich hab die Schalter einfach vergessen mitzunehmen. Zeig mir, woran du Interesse hast. Colt Kommando. Habe ich Interesse dran. Nehme ich. Dieses Gewehr nehme ich und repariere ich. Und damit werden nochmal ein paar Söldner besser. Das ist auch nicht schlecht, das Ding hier mit einer 23er Reichweite für so eine Uzi. Das ist gar keine Uzi. Diese Waffe hat einen 6,5 Zoll Lauf und basiert ebenfalls auf dem bekannten AR-15-System. Habe ich das schon mal vorgelesen? Kommt mir irgendwie aus wie ein Gewehr mit einem sehr kurzen Lauf. Eigenartige Waffen. Eigenartige Waffen. Okay. So, und jetzt gibt es wieder mehr 10mm Auto. Das nehmen wir alles mit, weil wir davon nichts haben sonst. Okay. Gut. Und du musst wieder reparieren. Sehr gut. Da muss auf jeden Fall nochmal jemand vorbeikommen, weil ich schon wieder Dinge habe liegen lassen. So,
Wie sieht's denn aus bei Ira? Oh, schon besser. Schon besser. Schon besser. Machen wir noch bis 11. Schläfchen. Die anderen sind alle fit. Nee, nicht ganz. So. Stopp. So, jetzt gibt's eine E-Mail. Was steht da drin? Ah, die Waffenlieferung. Jetzt muss ich eh mal rüber. Das kann ich dann vielleicht mit dem Flieger machen bald. So, okay. Dann macht euch auf. Oder nicht. Oder nicht. Nee, ich lasse es so stehen, aber es ist ja im Prinzip alles klar. Es ist alles geplant. Wir werden als nächstes diese Raketenstation angreifen und versuchen zu erobern mit den 7 Söldnern. Und dann werden wir uns den Flieger holen und die Lieferung abholen. Aus Drassen. Genau, und am besten mit jemandem rüberfliegen, der auch heilen kann, vielleicht Fox, der dann mal kurz zwischendurch in San Mona den Pablo versorgen kann. Genau, also die 6 Lebenspunkte, die frischen sich ja dann auch so auf, aber ich muss anscheinend erstmal ihn verbinden, damit das auch überhaupt losgehen kann mit dem Heilungsprozess, mit dem Selbstheilungsprozess. Okay. Gut, soweit so gut. Dann würde ich sagen, ich mache an der Stelle Schluss. Und ich bedanke mich sehr bei euch für die vielen Gesprächsansätze und die gute Unterhaltung. Es hat mir wieder Spaß gemacht zu spielen. Danke Tyrawal fürs Zuschauen. Es hat mir natürlich wieder Spaß gemacht, fürs weiterzuspielen. Mal gucken, ob ich vor morgen vielleicht nochmal ein bisschen spielen kann. Könnte sein, dass ich morgen, aber es wird wahrscheinlich zu knapp morgen. Ich weiß, was jetzt kommt. 42 Bits, Tyrawal? Danke dir, wenn sie kommen. So, 42 Bits, geil. Danke dir, Tyrawal. Ja, Cage. Danke für die Gesundbleibe Wünsche. Ich war erst gerade krank, also ich war erst erkältet. Hatte auch nochmal so ein bisschen einen kleinen Rückfall. So gegen Ende der Woche, wo es mir nochmal ein bisschen schlechter ging, obwohl es mir schon besser ging. Aber jetzt ist es eigentlich wieder okay. Ich hoffe, es bleibt jetzt so. Und an Jimmy auch noch gute Besserung, weil Jimmy hat ja geschrieben, dass er ein bisschen krank ist. Und dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende und würde jetzt rüber raiden zum Pi, der streamt Forge of Empires. Wie ich es ja auch tue. Und ich freue mich, wenn ihr da noch ein bisschen zuschaut. Auch an die Jagged Alliance 2 Spieler. Vielleicht findet ihr ja ganz lustig, was der Pi erzählt. Und wenn nicht, dann danke ich euch auch so fürs Zuschauen. Und wünsche euch noch einen schönen Abend und ein schönes Wochenende. Macht's gut. Ciao. So ganz weg bin ich noch nicht. Ich muss ja noch den Raid einstellen. Na, gehen wir mal raus aus dem Spiel. Und dann Twitchy Twitch. Kanal raiden. Ach, die Josie ist jetzt auch live. Josie ist live, aber Pi nicht mehr, oder wie? Doch, bestimmt, oder? Pi ist auch live. Nein, wir raiden dieses Mal wieder zu Pi. Beim letzten Mal habe ich, glaube ich, zu Josie geradet. Okay, danke nochmal und tschüss. Was? Freaky Pi erlaubt keine Raids. Gut, wir reden zu Josie. Gut. Dann raiden wir zu Josie. Ich muss ja sowieso noch die 10 Sekunden warten. Mensch.
Ich muss ja eh noch die 10 Sekunden warten. Okay. So dass ich ja schon mal den Kanal öffnen kann von Josie. So. Und dann drücke ich jetzt auf Raid. Jetzt aber nochmal danke euch und ciao und bis zum nächsten Mal. Ich glaube, man hört noch was, ne? Das ist peinlich.